Hey Leute, was geht ab, ruhig und willkommen hier zu einer neuen Folge von FIFA 18 Mobile. Ich hoffe, dass wir heute die Skillboost erhöhen können von David Luiz und Ramos, dass die beiden auf 107 kommen. Weil die Abwehr muss echt stärker, ne? Vorne im Angriff habe ich hier 107, 107, Arne Meyer hat auch 107, Ronaldo 108, Salah 108, aber die ganze Abwehr noch 106 erst. Also da muss was gehen, Leute. Wir werden heute richtig viele Packs öffnen, diese Schatzpacks vielleicht den einen oder anderen Spieler hoffentlich da drin haben, weil wir haben ja noch 34 unserer Machtig auf den Wegkärtchen. Und somit können wir auch wieder Erfahrungspunkte hoffentlich heute holen. Und dann, ja, wir brauchen 30, ja Leute, easy. Easy, easy going. Ich denke mal, wir werden Roberto Carlos heute trainieren. Vielleicht sogar zwei. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Mal gucken. Ich starte direkt hier mit dem ersten Pack. Fahre zum X, zack, 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 zack. Ihr habt euch so ein Video gewünscht, Leute. Das stand ganz oft unten in den Kommentaren, dass ich meine Fahre zum X-Karten raushauen soll. Und die werde ich hier heute alle... Okay, was heißt alle? Vielleicht schaffe ich es gar nicht alle raushauen, weil ich habe 33 Stück und das ist echt viel, Leute. Das ist echt viel. Ich habe mir dieses Paket da geholt im Shop. Gab es da irgendwie 50 für... Irgendwie stand da zum halben Preis oder so, keine Ahnung. Und lol. Achso, nee, ich bin jetzt. Ich muss erstmal abholen. Oder war ich zweimal da? Ich bin schon wieder komplett durcheinander, Leute. Zack, so jetzt. Ich habe doch jetzt drei abgeholt, ne? Drei Schätze. Oder bin ich dumm? Ja, du bist dumm. Muhaha, nein. Ne, okay, das waren doch nur zwei. Okay, Leute. Ich bin komplett durcheinander hier. So, leg los. Wie viel ist das entfernt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ja, komm, da hauen wir eine Fahrer zum X-Karte raus. 7 ist so mini, also wenn es 6 nur entfernt wäre, dann würde ich alleine hinfahren, weil ich ja auch noch 680 Punkte von den Leg-Los-Punkten habe. Genau. Im dritten hatten wir leider auch keinen Spieler drin. So, wo ist das nächste Kreuz? Das ist auch wieder weiter als 6, also benutze ich wieder die nächste Karte. Wenn am Ende noch Zeit übrig ist, ich mache ja die Folgen immer so ungefähr 15 Minuten lang, weil das ist für mich so eine perfekte Länge, sage ich mal, für die Folgen, für die Let's Play FIFA Mobile Folgen quasi oder für die FIFA Mobile Videos. Nennt das, wie ihr es nennen möchtet. Ja, Punkt. So, Schatz verschoben, wieder kein Spieler drin. 4 Packs und kein Spieler hier. Hier beispielsweise, da fahre ich natürlich alleine hin, das wäre jetzt dumm, da eine Karte, eine Fahre zum X-Karte auszuwählen. So, einmal nach Norden bitte und mal schauen, wie oft wir heute rausgekickt werden von EA. Ich hoffe natürlich nullmal. Leute, wer hat reingeschaut? So, mal schauen, die ersten Skillboost-Karten. Und der erste Spieler, boom, 87, nice. Nice, 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 nice. Die können wir noch alle verkaufen, Leute. Ich habe noch so viele Besatzungsmitglieder. A, können wir die verkaufen. B, können wir die für SBCs einsetzen. Und ja, also läuft, Leute. Es läuft. 30 haben wir noch, jetzt 29. Bam, 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 bam. Und ihr seht, Leute, ich versuche mich zu beeilen, dass wir hier heute ordentlich Packs raushauen können. Wie oft bekommt ihr so durchschnittlich Spieler, Leute? Bekommt ihr in jedem dritten Pack einen Spieler? Bekommt ihr in jedem zehnten Pack ersten Spieler? Ich hatte jetzt, glaube ich, 6 Schätze geöffnet und einen Spieler bekommen. Und ein 87er, was gar nicht so verkehrt ist. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Okay, dann benutzen wir mal die Fahre zum X-Kärtchen hier. So, so, lala. Bum, 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 bum. Skill boostet natürlich wieder drin. Sehr, sehr nice. Ihr habt es am Anfang gehört. Vielleicht kriegen wir so heute Ramos und David Luiz auf 107. Dann trainieren wir noch Roberto Carlos, wenn das ausreicht. Also wenn die Erfahrungspunkte ausreichen. Auf Schatzkarte 2 können wir ja mindestens einmal heute. Obwohl, ich denke mal sogar zweimal, weil wir haben jetzt so viele Dublonen. Oder wir bekommen noch so viele Dublonen heute, dass wir... Vielleicht schaffen wir es sogar, Mkhitaryan abzuholen heute. Denke ich eher nicht. Weil so viele werde ich dann doch nicht öffnen. Es sei denn, es spielt mir hier die ganzen Schätze in die Karten. Weil wenn jeder Schatz nur eine Position entfernt ist, wäre es absolut geil. Aber es wird nie vorkommen bei EA. Das wird nie vorkommen. Genau, Leute. Gestern gab es auch einen kleinen Real Talk, sage ich mal, in der 20 Uhr Folge, was so ansteht. Checkt auf jeden Fall die letzte und die gestrige Folge aus, die um 20 Uhr online kam gestern. Dann wisst ihr auch eventuell, wenn es in den nächsten Tagen quasi Upload-Pausen gibt, wenn es keine Uploads gibt, wisst ihr es, was los ist. Checkt einfach die letzte Folge aus.
Ganz genau. Und das wird jetzt hier wohl der erste Disconnect sein. Oder? Schatz verschoben. Ihr habt der erste Disconnect hier. Eieieiei. Also wir zählen mit, Leute. Einmal wurden wir jetzt bis dato rausgekickt. Ist aber in Ordnung. Ich habe 10 Packs oder so geöffnet oder noch mehr und jetzt werden wir erst rausgekickt. Was eigentlich gar nicht in Ordnung eigentlich ist, ne, wenn man so normal überlegt. Eigentlich sollte man nie rausgekickt werden von EA. Aber naja, man kennt es ja, ne? 20 Uhr Folge, darf man ja mal rausgekickt werden. Kappa close. So, nächster Schatz, nächster Spieler, Fragezeichen. Erfahrungspunkte nehme ich natürlich auch sehr, sehr gerne mit. Aber leider keinen Spieler hier im Pack. So. So. 1, 2, 3, 4, 5. Nee. Da fahre ich wieder normal hin. Drei Positionen noch entfernt. Und dann schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir noch einen Meisterspieler, Leute. Was denkt ihr? Kriegen wir noch einen Meisterspieler? Jetzt werden wir erstmal rausgekickt. Ich halte schon mal die 2 hier in die Facecam. Das zweite Mal, dass wir rausgekickt werden. Danke dafür. Danke dafür, ey. Echt, vielen, vielen Dank. Lächerliche Stadt, Leute. Lächerliche Stadt. Komm, bam, 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 bam. Schatzsuche-Event. Ich habe auf jeden Fall auch schon wieder die ersten Teams bekommen von euch. Ich glaube, das waren nach 10 Minuten oder so. Ich habe um 17 Uhr die E-Mails erst alle gelöscht. Ich hatte ja gesagt, dass ich alle Teams lösche, die ihr mir geschickt habt. Und ja, nach 10 Minuten hatte ich, glaube ich, wieder 30 Teams. Das sind schon wieder, also 30 Teams in circa, ja, also Minimum 2 Folgen. Eigentlich sogar eher 3 Folgen. Das wären schon wieder 3 Folgen gewesen. Ich will jetzt nicht reingucken. Wir haben es gerade 2 Stunden nach der letzten Ich bewerte eure Teams Folge und mal schauen. Also ich gucke jetzt nicht direkt rein, aber ich denke mal, es sind jetzt bestimmt schon wieder über 50 Teams oder so. Das ist echt krass, wie viele Teams ihr mir schickt. Wenn man mal überlegt, dass niemand, ich hoffe, ich habe noch nicht nachgeschaut, ich hoffe nicht, dass jemand wieder doppelt geschickt hat, Leute, weil doppelt schicken ist einfach, doppelt schicken ist Gift, Leute. Ich lasse hier den Unge raushängen. Doppelt schicken ist Gift, weil es kommt manchmal vor, dass ich Teams doppelt bewerte. Dann komme ich auch selbst durcheinander, welches Team habe ich schon bewertet, welches nicht, welche E-Mail hatte ich schon und so weiter. Also Leute, denkt dran, nur einmal euer Team zu schicken. Wenn ihr es geschickt habt und noch nicht gleich in der ersten Folge dran wart und auch nicht in der zweiten und auch nicht in der dritten, auch nicht in der vierten, wartet ab, ich bekomme sehr, sehr viele E-Mails und kann nicht direkt alle Teams bewerten. Genau, so, nächster Schatz. Also ich denke mal, ein Spielchen machen wir heute auf jeden Fall noch versus Angriff. Und wir haben, ja, so wenig, ja, was heißt so wenig? Ich habe immer noch 27 Fahre zum X-Karten, ey. Das X, das, der nächste Schatz ist immer so dicht dran, da lohnt es sich nicht, die Karte zu benutzen. So. Okay, hier lohnt es sich. Hier kann ich wieder eine einsetzen. Und wir schauen gleich mal auf die Schatzkarte 2, ob wir da die nächsten Erfahrungspunkte holen können. Münzen nehme ich auch gerne mit, habe ich auch nichts dagegen. Aber lieber würde ich noch einen Spieler drin sehen. Und ich habe bis dato nur einen Spieler gezogen, ne? Ein Spieler. Ein Spieler, und wie viele Packs habe ich schon geöffnet? Keine Ahnung. 300 Punkte. Es fehlen nur noch, also 10 Schätze muss ich noch aufmachen und dann kann ich nochmal die Erfahrungspunkte holen hier. Und für Mkhitaryan brauche ich dann auch nochmal 250, hier nochmal 200. Vielleicht kriegen wir das sogar heute hin, vielleicht auch erst, ich denke mal erst morgen. Dann können wir uns für morgen Mkhitaryan aufheben und dann können wir direkt mit Mkhitaryan spielen, weil wir spielen ja 4-3-3. Wir haben zwar ZOM Reus, aber für ein, zwei Spielchen kann man ja mal Mkhitaryan austesten. Oder was meint ihr? Ich denke schon, ne? Können wir mal schauen, wie der so ist. Dann spielt Arne Meyer wieder für Pellegrini. Genau. Da habe ich auch Lust drauf, Leute, Mkhitaryan mal auszutesten. So schlecht wird der, denke ich mal, nicht sein. Das nächste, ah, ganz unten links, da nehme ich die nächste hier. Und die nächsten 10 Dublonen. Wenigstens die Erfahrungspunkte, die heute noch klar machen. Die nächsten Erfahrungspunkte, weil dann können wir safe Roberto Carlos trainieren. Ich weiß nicht, ob die Erfahrungspunkte jetzt ausreichen. Wir kriegen den nächsten Spieler. Chara aus Kolumbien. Chara aus Kolumbien. Ja, ist in Ordnung. 86 gibt natürlich deutlich schlechtere, aber es gibt auch deutlich bessere Spieler. Die nächste Fahre zum X-Karte.
Zack, zack. Und es sind wieder 100.000 Münzen. Und es ist der nächste Spieler. Und es ist der 89er Siniša Andelković aus Slowenien. Richtig nice. 89er? Aber ich glaube, der ist jetzt nicht so stark, ne? Andelković. Keine Ahnung. Ich würde den jetzt sehr, sehr langsam einschätzen. So wie ich es auf dem Bild gesehen habe. Ich glaube, der ist schon etwas älter. Deswegen sage ich mal, und EA hat ja das Phänomen, umso älter, desto langsamer. Sagen wir mal so, ne? Und ich verstehe eigentlich auch nicht, wieso Kimmich in FIFA so langsam ist. Der hat irgendwie immer nur 70 Tempo oder so. Der ist doch gar nicht so langsam. Wie der immer nach vorne pace. Klar, nach hinten läuft er jetzt nicht so schnell. Hat man bei der WM gesehen. Aber egal. Trotzdem müsste Kimmich viel, viel mehr Pace haben. Wenn ich jetzt gerade so gesagt habe, umso älter, desto langsamer. Aber wieso ist Kimmich denn langsam? Natürlich, es gibt auch junge Spieler, die langsam sind. Aber bei älteren Spielern fällt das mehr auf. So, nächster Schatz hier, 10 Dublonen und wieder Skillboost, haben wir wieder Spieler drin. Weil ich glaube, bei Skillboost hat man immer, oder bei mir ist es meistens so, dass ich da oft Spieler drin habe. Dieses Mal ist es leider nicht so der Fall. Und das nächste Pack ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 entfernt. Da fahre ich mal so hin hier. Bam, 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 bam. So, einmal nach Süden noch und dann dreimal nach Westen und dann sind wir auch wieder da. Ich denke mal, ich werde dann nach diesem Pack mal schauen, wie viele Dublonen noch fehlen. Weil ich wollte ja auf jeden Fall noch ein versus Angriffsspiel machen in der heutigen Folge. Eins ist eigentlich immer Minimum in der 20 Uhr Folge dran, deswegen muss ich mal schauen. So, also wir dürfen nicht mehr so viele Packs öffnen, weil das Spiel will ich auch noch machen. 10 Dublonen. Und Roberto Carlos wollte ich eigentlich auch noch trainieren. Ich wollte noch so vieles hier heute machen. Das macht einfach auch Laune, hier die Packs zu öffnen, finde ich. So, was haben wir? 5 Packs fehlen noch. Okay, die hauen wir jetzt hier noch rein. Ganz locker, easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich habe gesagt, bei 7 setze ich die ein. Also muss ich da auch wieder alleine hin. Nach Süden, viermal nach Osten. Ey, hätte es nicht 7 sein können, hätte ich meine Karte da benutzt. Aber so sage ich einfach nö. Und 4 Schätze muss ich danach auch noch öffnen. Also die Folge geht heute minimal länger, sage ich mal. So, fahre nach Osten. Und fahre nach Osten. So. Und wieder Skillboost. Skillboost, wie gesagt, Ramos und David Luiz. Vielleicht schaffen wir es wirklich, die heute zu trainieren. Und ist der nächste Spieler drin? Nö. Denn kein Spieler in diesem Pack. Schade, 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 schade. Der nächste Schatz ist weit genug weg, um eine Fahrer zum X-Karte zu benutzen. So, 3 Schätze verbleibend. Sodass ich 200 Dublonen habe. Und dann fehlen nur noch 250 für Mkhitaryan. Bei Schatzkarte 3 können wir vielleicht noch anfangen. Aber ich weiß nicht, ob das sich so lohnt. Ich glaube, da kriegt man immer 1000 Skillboosts. Allein das lohnt sich eigentlich schon. Immer 1000 Skillboost-Karten, Leute. Die bringen einen richtig weit nach vorne. Ah, die Frage ist, soll ich dann nochmal FIFA-Points raushauen für die Schatzkarte 3? Und wie viele Leg-Los-Punkte bekommen wir für die Dublonen? Genau. Skill-Boost können wir eigentlich, ach, Skill-Event können wir eigentlich auch noch spielen, aber nicht heute. Dann mache ich das morgen oder so. Oder spiele es jetzt hier noch gleich privat danach, nach der Folge. Und ein Spieler geht auch noch, Leute. 2 Packs öffne ich noch. 2 Schätze. Und ich hoffe, dass wir da noch einen Spieler bekommen. Sehr gut, 2 Leg-Los-Punkte müssen wir da nur einsetzen. Das ist immer ein richtig geiles Gefühl, wenn man sieht, der nächste Schatz ist nur eine Position oder 2 Positionen entfernt. Einfach mega. Mega, mega, mega nice. So, jawohl, wir kriegen sogar noch einen Spieler und das ist der 83er Thompson. Okay, der war jetzt nicht so nice, aber lieber ein Spieler im Pack haben als gar kein Spieler. Weil die sind mindestens, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich müsste jetzt lügen, ich denke mal, der Thompson bringt 200.000. Vielleicht auch nur 100.000, weil die jetzt so oft rausgegeben worden sind, die ganzen Spieler, weil das Schatzsuchen-Event gibt es jetzt 20 Tage oder so oder noch so länger und ich halte ihr die 3 in die Facecam. Das heißt, wir wurden ein drittes Mal rausgekickt. Und es fehlt doch nur noch ein Schatz hier, ey. Es fehlt doch nur noch ein Schatz. Die ganze Folge der Packs geöffnet, Leute. XXL Pack Opening kann man es nennen. So, der nächste Schatz, oh, da muss ich wieder alleine hin. Viermal nach Osten, einmal nach Süden, dann sind wir da.
Und das sind dann noch die letzten Dublonen, die mir fehlen, um Roberto Carlos, also um die Erfahrungspunkte zu bekommen und dann Roberto Carlos zu trainieren. Vielleicht kriegen wir es sogar hin, zwei Spieler zu trainieren, weiß ich nicht. Vielleicht hat ein Spieler sogar schon Erfahrungspunkte in TUS quasi. Und wir werden wahrscheinlich ein viertes Mal rausgekickt, oder was? Ein viertes Mal? Kann man mal machen, ne? Kann man mal machen. EAA. Beim letzten Schatz kicken sie uns zweimal raus hier. Und ich wollte doch noch ein versus Angriffsspiel machen. Mann. Drei Positionen. Eieieiei. So, jetzt halt bitte Anverbindung und EA-Server, alles mögliche. 4,5 Millionen Münzen haben wir auch wieder. Ich bin ja schon da. Einmal nach Ost, nach Süden muss ich nur noch. So, dann sind wir hier am Still und kriegen jetzt nochmal Erfahrungspunkte, okay. Die muss ich auch noch mit einberechnen. Die ganzen Erfahrungspunkte, die ich hier bekommen habe, immer 25.000. Jetzt müssten wir, wenn ich mich nicht verrechnet habe, auch wieder, 200 Dublonen haben. Zack, zack. Und hier die Erfahrungspunkte holen. Sehr gut. 250 fehlen jetzt noch. Für Mkhitaryan, den wir, denke ich mal, uns dann morgen holen werden. Und der hat sofort bei uns 106, also gar nicht so verkehrt. Ein 106er Mkhitaryan. Aber wir trainieren jetzt erstmal Roberto Carlos, wollte ich ja. Und der hat ja schon Erfahrungspunkte, sehr nice. So, schauen wir mal. Bam. Ich glaube, denke mal, das reicht locker aus. Wir können sogar noch einen Spieler trainieren, denke ich mal. 900.000 Münzen, Roberto Carlos auf 107. Bam. Und dann noch ein Valencia, denke ich mal, auf 107. Jo, komm, das machen wir auch. Bam. Sollte auch ausreichen. Wir haben immer noch so viele Erfahrungspunkte. Aber reicht das noch aus, um einen Spieler jetzt doch noch zu trainieren? 133 Tempo hat Valencia. Starker Mann. So, und wenn ich jetzt hier... Arne Meyer, aber ich habe trotzdem 108. Okay. Trainiere ich mal Ramos. Hat der schon Erfahrungspunkte? Ne, er hat noch keine. David Luiz hat auch noch keine. Hat Reus schon welche? Reus hat auch noch keine. De Bruyne hat auch keine. Salah hat auch keine. Wahrscheinlich hat jetzt gar kein Spieler Erfahrungspunkte. Und ich habe einfach alle umsonst nachgeguckt. Ja, so ist es auch. Okay, dann nehmen wir mal hier einen David Luiz. Und hauen da die Erfahrungspunkte rein. Wir können ja auch noch ein paar Elite-Spieler reinhauen. So. Also hier in Thompson habe ich eh doppelt. Dann schalte ich den mal frei. Jeremina, aber es reicht trotzdem nicht aus. Ne, Leute, ich werde trotzdem die Erfahrungspunkte hier reinhauen. Thompson kommt auch mit rein. Und dann wird David Luiz bald sogar 108 haben. Durch Skillboost und so. Sehr, sehr geil. Ja, aber Skillboost kann ich heute nicht upgraden. Da fehlen mir trotzdem noch hier 21 Karten. Und bei Manndeckung fehlen noch 23 Karten. Aber wir werden noch ein versus Angriffsspiel machen, Leute. Das habe ich ja gesagt, dass ich das noch machen werde. Und deswegen geht heute die Folge heute auch ein bisschen länger. Ich hoffe, dass ich das Spiel gewinnen kann. Pellegrini kommt hier wieder rein. 108, es bleibt dabei. Fatsuche, let's go. Leg los. Und dann gehen wir hier noch rein in ein versus Angriffsspiel. Let's go, mal. Mal gucken, ob wir das gewinnen können. Ich hoffe es. So. Gameplay-Ressourcen werden heruntergeladen. Und dann schauen wir mal. 107er Aubameyang und ein Arnautovic vorne drin. Sieht nice aus, muss ich sagen. Ein Pacer und ein, ja, Spieler, der eigentlich alles knipst, kopfballstark ist, der Arnautovic. Na, guck mal. Roberto Carlos trainiert, setzt er sich gleich hier wieder ein. Und Reus mit dem enormen, starken Abschluss, Kappa. Aber dafür haben wir Ronaldo, Leute. Dafür haben wir R9 da vorne drin. Komm, Salah. Salah, uhuhu, was für ein Tor hier aus der zweiten Reihe. Starkes Ding, ohne Witz. Ronaldo, der geht rein, 3:1. Runter damit. Reus, 4:1. Sauber. Reus. Komm, mach das 5:2, das könnte jetzt schon fast so eine leichte Vorentscheidung sein. Jetzt hier noch eine tolle Chance. Jetzt können wir noch ein sechstes Tor machen.
Wenn wir so weitermachen, schaffen wir es sogar zweistellig. Und zweistellig gegen so einen Gegner ist schon mal nicht schlecht, sage ich mal, ne? Bei mir fehlt einfach, an meinem Spiel, sage ich mal, fehlt die Konstanz, Leute. Manchmal habe ich richtig gute Spiele, da mache ich alles rein. Und manchmal habe ich richtig schlechte Spiele und verliere quasi alles. 8-3, 20 Sekunden noch, Leute. Ich kann es echt schaffen hier. De Bruyne. Ist der ist reingegangen, Leute. Ich hatte gerade hier eine Nachricht bekommen und deswegen habe ich nicht gesehen, ob der Ball drin war oder nicht. 9-5. Kommt De Bruyne. Mané rüber. Auf Ronaldo und ich mache das 10. Tor, Leute. So kann man doch eine Folge perfekt beenden. Wenn sie euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Checkt die gestrige Folge aus. Ich bin raus, haut rein. Und tschüssi.